Trainer Ivanov. Über 60 Länderspiele machte er. Selbst einmal als offensiver Mittelfeldmann. Ein freundlicher, aufgeschlossener Herr. Der uns sogar die beiden Zwillinge, Sie haben es gesehen, vor Spielbeginn persönlich an die Kamera brachte. Schön in den freien Raum gespielt. Plotnikow. 11 Minuten gespielt. Und das ist genau das, was nicht passieren durfte. 0:1 nach 11 Minuten durch Nikolai Savicev, also den älteren der beiden Zwillinge. Und 4 in Wien mit der deutschen Nationalmannschaft. Polukarov. Elegant mit der Nummer 7. Juri Savicev. Und das ist das 2:0 für Torpedo Moskau. 120 Sekunden nach der Führung. 13. Minute. 2:0 für einmal gebrauchen. Schröder als Libero überfordert und Nusshöher. Ein Mann, der ja des Öfteren sich darüber beschwerte, dass er nicht zur ersten Elf gehören würde heute. Mit seinen Gedanken nicht auf dem Platz. Dann aber der Anschlusstreffer. Wenig später. Die Tore fielen Minute auf Minute. Torschütze Jürgen Klinsmann, der eine ganz andere Rolle hier spielt als früher beim HSV. Beim HSV war er ein offensiver Mittelfeldmann, schoss viele Tore, aber von offensiven Mittelfeldspielern gibt es genug beim VfB. Und eine Möglichkeit für Zietsch und Torwart Dimitri Charin, erst 18 Jahre alt. Und in diesen letzten 7 Spielen gelang der Mannschaft ganze 2 Tore. Das würde heute natürlich bei weitem nicht reichen. 1:2 steht es Mitte der ersten Halbzeit. Juri Savicev in den Lauf seines Bruders. Und er umkurvt Immel und überlässt den Ball Plotnikow. Und 3:1 für Torpedo Moskau. Ja, das ist Zusammenspiel, uneigennützige Kombinationen. Beim VfB hatte man das Gefühl, dass 10 Feldspieler stürmen wollten. Die Abwehr, wenn man sie überhaupt als eine solche bezeichnen kann, völlig ungeordnet. Konter über Plotnikow. Verfolgt von Schäfer. Falsches Stellungsspiel von Schröder. Und der Kopfball von Polukarov. Igoda, der gestern 29 Jahre alt wurde, dennoch in der Mannschaft U21 spielt bei den Russen. Sehr, sehr sicher. Das ein herrliches Tor von Perak Pasic. Gretschnier. Schawejko an die Latte. Das Spiel von Torpedo Moskau wirkte flüssiger. Die Mannschaft harmoniert. Noch 9 Minuten bis zur Pause. So laufen die Kombinationen. Togunanov. Und mit der Nummer 7 der jüngere Savicev. Und schon wieder ist der Ball im Tor. 4:2 für Torpedo Moskau. Ein Debakel zeichnete sich für den VfB ab. Alle Vorsätze über den Haufen geworfen. 4:2 durch den Jüngeren, durch Juri Savicev und für Eike Immel schon wieder das 4. Gegentor. Egon Cordes. Links. 6 Tore in der ersten Halbzeit. Und dann wurden diese Plakate aufgehängt. Und hören Sie die Willi-Willi-Rufe für Entenmann. Mit Sicherheit kein schönes Arbeiten für Egon. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Für ihn kam Hartmann. Müller. Ja, und hier ein gestrecktes, zu hohes Bein von Kovac. Freistoß für den VfB. Schiedsrichter Lund Sörensen, der 2 gelbe Karten verteilte, hatte keine Probleme mit diesem Europapokalspiel. Freistoß, Askir Sigurvinsson, ein sehr schönes Tor, 3:4. Ja, über Tore, über zu wenig Tore brauchten sie. Die Konter
mit viel Übersicht. Juri Savicev. Plotnikov. Immer noch Plotnikov. Dann sieht er Gretschniew und Emil. Plotnikov. In den Lauf von Juri Savicev. Vorbei an Emil und über das Tor. Ja, es machte dem neutralen Beobachter Spaß. Das gefällige Kombinationsspiel, die gut getimten Konter von Torpedo Moskau zu beobachten. Auch Trainer Ivanov, Trainer Valentin Ivanov, schien es Spaß zu machen. Den Zuschauern weniger, viele wanderten vorzeitig ab. Immer noch 14 Minuten zu spielen. Mit der Nummer 15 Chatlo inzwischen für Plotnikov dabei. Kovac, Juri Savicev und wieder Kovac. Spiel. Die Mannschaft wird morgen in Stuttgart noch einen Museumsbesuch abhalten. Sie fliegt erst am Freitag zurück. Und die Konter weiterhin elegant. Kongloff. In den Lauf von Nikolai Savicev und 5:3. Ja, die Brüder Savicev, die Zwillinge, die wir Ihnen ja zu Beginn unseres Beitrags vorgestellt haben, sie waren die auffälligsten Spieler, sie schossen die meisten. Bitte,